Jetzt habt ihr lange auf dieses Video gewartet, ich auch. Jetzt wollte ich noch ein Cap kaufen auf dem Weg und dann hatten die gerade nicht das, was ich haben wollte, also heute ohne. Jetzt wird's spannend. Also da hinten, direkt hinter diesen Fähnchen, ist ja dieser Park und da dann auf der anderen Seite die Schule und da der Safe Moor. Und hier ist ja diese Straßenecke, wo es dann runter zum Haus von meiner Stiefschwiegermutter geht. Das ist da so ein bisschen da, so. Habt ihr schon im anderen Video vielleicht mal gesehen. So, und jetzt gucken wir mal auf dieses geile Haus. Ist das nicht cool? Jetzt muss ich es vorstellen. Das Dach wird abgerissen. Die Pfeiler hier sehen ein bisschen schrottig aus. Diese Pfeiler hier. Da haben die irgendwie die Form nicht richtig gemacht. Alles scheiße. Das wird alles ein bisschen verputzt, verdingstet, damit das ein schön runder Pfeiler ist. Dann wird das Ganze angestrichen. Kommt neue Fenster da rein. Das Dach wird später abgerissen, nochmal ein Stück höher gesetzt. Später kommt noch ein Stockwerk drauf. Alles neue Fenster rein, die über die ganze Seite gehen, da dann zwei lange Fenster. Die Tür kommt raus, die kommt dann da in die Mitte und dann hier zwei lange Fenster. Der Busch, das wird alles abgehackt. Da wird dann auch so ein bisschen eben gemacht alles, dass das so gerade mit dem Zement hier so ist. Dann kommt nämlich da noch so ein Tresen hin, so eine Tischplatte an die Wand geschraubt und da hinten auch und da in der Mitte ist halt die Tür. Aber das mit der Tür machen wir später, wir bereiten das dann schon mal so vor. Das ist dieses geile Haus, wo ich meinen Laden machen werde. Da ist dann schön so ein Werbeplakat. Wir sind hier gerade im Laden, meine Frau kauft da so ein paar Kleiderbügel. Der kleine Laden hier, das sind 3, 6, 9 Meter vielleicht, 9 Meter mal 4 Meter. 25.000 Pesos bietet, 500 Euro. Das ist hier auf dieser Hauptstraße. Da hinten ist der Jollibee. Und dann ist es nur noch 150 Meter zu unserem Haus, zu dem Elternhaus von meiner Mutter. Da, wo wir auch den Laden haben werden. Was ist denn eigentlich der Netto-Income gewesen nach den 25.000 für Miete und also 500 Euro und dann noch Strom und alles? Also die hatten schon manchmal Collection, also das ist gerade das Bruttoeinkommen von 300.000 Pesos, das sind 6.000 Euro. Also die hatten gut 50 bis 100.000 Pesos netto in, weiß man nicht, ob... Ja, gut, also bis, so sieht das ziemlich schrottig aus, ist es ja auch. Und dann können wir jetzt leider nicht rein, weil Jay auch noch nicht da ist und der hat den Schlüssel. Drin sieht es noch viel chaotischer aus. Ja, zu anderen Zeiten ist ja wieder ein bisschen mehr los und so. Und hier, da kann man mich auch noch was hinstellen hier. Hier kann man da noch so ein paar Stühle hinstellen, kleine Tische und Stühle. Dann sitzen die hier auch noch so, das geht. Selbst hier kann man auch noch was machen. Da kann man auch noch was hinstellen. Und wenn die rummeckern, dann baue ich mir einfach ein Fahrgestell für einen Autoanhänger quasi, so ein Ding. Und pack da so ein Kubo drauf, das sind diese Bambushäuschen und dann kannst du da wieder stehen, weil es ein Kfz-Anhänger ist. So. Also das wird kein Problem machen. Aber hauptsächlich ist das Gebäude ja einfach nur als Zentrale gedacht. Das wird die Zentrale sein für diese ganzen Straßenverkaufswagen und wunderbar liefern. Und hier ist auch eine Menge Betrieb für Take-Out. Das ist ja alles hier um die Ecke. Das passt dann schon. So sieht's aus. Ich muss nach Hause, in diesem Sinne reingehauen und wieder oder wieder nicht vorbeigeschauen. Attention, attention, this is the boss. To the sniper on the roof, I'm doing a live video now, just a video. So if anybody will disrupt me, just give some warning shoots and tell them, come back tomorrow. Malaming Salamat. So, der Boss ist back in the office. So, ja, manche haben es ja noch nicht mitbekommen vielleicht, weil ich das zuletzt immer nur über meine Livestreams erzählt habe. Ja, wir haben ja jetzt geht es ja ein bisschen vorwärts vielleicht.
mit unserer Systemgastronomie, dass wir jetzt zumindest schon mal ein gutes Headquarter gefunden haben. Dieses kleine dreckige Haus, was ihr da gesehen habt. Wenn das später komplett neu verputzt ist, alles und schön in Kokosnussfarbe angestrichen ist, schöne weiße Fenster aus Stahl drin sind, so, dann ist das schon erstmal gar nicht so verkehrt. Mietpreis wir um die, also kostet eigentlich 1500 Pesos. Ich zahle dann 3000, weil Jayal hat vorher drin gewohnt. Die miete ich eine andere Wohnung an, die kostet auch 1,5. Also so, also ich miete das Ding jetzt für 5 Jahre für 100 Euro. Ist das schon mal gar nicht schlecht, damit kann man schon was anfangen. Ja, gut, eigentlich war das Ding Streetfood-Business und wir haben trotzdem das Problem hier noch gehabt, dass wir relativ weit weg sind von der Stadt. Also das sind 10 Kilometer, aber der Fahrtweg bedeutet dann trotzdem aufgrund des Verkehrsaufkommens hier, dass es das dann manchmal eine ganze Weile dauern kann. Und das kostet auch Benzin. Deswegen ist diese Location einfach für mich jetzt gerade so eine Art, ja, fast ein Sechser im Lotto irgendwie, wenn das so klappt, dass ich die bekommen werde, wovon ich jetzt gerade noch ausgehe. Und also der JR, ich habe letztens ja mit der Besitzerin gesprochen und 3 Tage später meinte sie dann auch so, als ich meinte, pass mal auf, kann ich das nicht kaufen? Sagt sie, ja, du kannst auch das kaufen und das kaufen und so, alles klar, machen wir so mäßig. Jetzt muss der JR doch noch ausziehen, unser Kumpel, Nachbar. Und dann, das wird jetzt passieren, heute, morgen. Und dann kann ich da anfangen, schon mal ein bisschen, ja, anfangen mit Zement verputzen lassen und so die Wände verputzen, streichen, Hochdruckreiniger, alles sauber machen und so weiter und so fort. Innen drin wollen wir noch das Dach ein bisschen erhöhen und hast du nicht gesehen und mal gucken. Ja, gut, jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Plan hier. Ich habe ja so eine kleine Liste schon gemacht. Manche kennen sie aus meinen Livestreams. Das wird unsere Speisekarte sein. Wir machen so ein paar Pfannkuchen erstmal, Hamburger, Cheeseburger. Dann machen wir Kartoffelpuffer. So ein paar Macaroni-Gerichte. Das ist immer noch dasselbe Gericht, aber mit 3 verschiedenen Soßen. Dann haben wir noch so die Frikadelle, Muttis Frikadelle. Props gehen raus an meine Mutter. Mit einer Pilzsoße ist das. Die ist auch ganz bekannt hier. Gibt es auch hier bei McDonald's und Jollibee zu kaufen, so, aber unser Steak schmeckt wesentlich besser. Die Frikadelle, das nennt man hier Burger Steak. Da gibt's sieht lang aus, ist eine ganze Latte, weil da kommen dann noch verschiedene Beilagen zu. Irgendwie mal noch ein Stück Hähnchen oder und so weiter. Ja, dann machen wir noch so ein paar Sandwiches und Tuna Meals, Thunfisch Meals und Salate und dann noch so ein paar kleine Desserts. Hier, ja, Tiramisu, Mousse au Chocolat, Panna Cotta, sowas mäßig. Und dann gibt es noch eine ganze Ladel Softdrinks. Ich habe jetzt gerade mal endlich die von der Nachbarn, die ist ja Wholesale, hat die ein Business, Wholesale Softdrinks. Und ich habe ja letztens schon im Livestream gesagt, also das wird 100 Euro schon kosten, wenn ich nur von einer Sorte, und das sind ja ein paar Sorten hier, nur ein so ein kleines Paket kaufe, wo dann so 12 Flaschen drin sind oder so. Habe ich jetzt mal ausgerechnet, das wären jetzt schon 5600 Pesos, was halt 110 Euro oder was sind. Also nur für Getränke, wenn wir nur ein lächerliches Paket davon bestellen. Ich habe gesagt, ich muss eine fette Liste machen mit ganz vielen Getränken, dass die Leute sich wirklich, ob sie Saft wollen, ob sie Bier mit Cola wollen, alles in Plastikflaschen. Schön auf Plastik setzen wir jetzt. Das geht nur beim Liefern, anders geht das nicht. Ja, das läuft jetzt gerade so ab. Da müssen wir erstmal noch innen drin ein bisschen doll renovieren. Und dann ist das aber eine gute Basis. Und ich versuche das meiner Frau mal so zu erklären, selbst wenn ich jetzt. Und wenn es 500 Euro sind für eine Renovierung, als einfach nur als Zahl rausgehauen, ist es weniger wahrscheinlich, dann kann ich diese Kosten ja auf die nächsten 5 Jahre quasi umlegen, weil ich werde die Location 5 Jahre haben. So, von daher ist das dann völlig in Ordnung, dass wir von Anfang an einen sauberen Laden haben, auch hier aus dem Grund, weil das ist ja eine, also wir machen ja kein Pili-Pali-Restaurant, sondern wir bauen gerade eine Systemgastronomie auf. Das wird eine neue Brand. Hier auf den Philippinen gibt es viele kleine Marken, auch so was wie Burger Machine, Franks heißen die, die kann man auch googeln. Angels Burger heißen die anderen.
Da gibt es auch so andere Firmen wie Turks, die machen so Shawarma, so eine Art Dönerrolle ist das und so. Da gibt es ganz viele kleine Firmen, die haben auch nur so ein ganz kleines. Ne? Und jetzt zu der Gegend auch nochmal, weil es sah ja echt leer aus der Straße. Das ist scheißegal. In dem, ich kann es jetzt auch nochmal erzählen, obwohl ich geschrieben habe, mehr Infos zu der Stelle in dem Video, in dem Livestream. An dieser einen Stelle, wo ich da geschrieben habe, zum Livestream mehr dazu zu dieser Stelle, da war vorher so ein kleines Holzhäuschen, so ein 4 Meter langes Holzhäuschen, komplett aus Holz gebaut. Und das war jeden Tag proppevoll. Da haben die Leute gegessen. Da haben die drinnen gekocht, irgendwie mit 5 Gasbrennern oder was, haben die da irgendwelche Nudelgerichte und sonst was gekocht. Und das war von morgens bis um 17 Uhr komplett proppevoll immer. Da waren immer 10 Leute saßen da. Oder mehr. Ja, gut, jetzt ist gerade alles ein bisschen zu. Auch dieser Park da ist gesperrt und so. Normalerweise sind in diesem Park, der da ja nur so 70 Meter entfernt ist um die Ecke, ist da mal voll was los und so. Und mit der Schule da auch. Da gehen auch tausende Kinder, ich glaube 2000 Kinder sind oder was, gehen da zur Schule und so. Das passt schon alles. Und die Lage ist halt super zentral irgendwie. Ja, das freut mich jetzt gerade schon. Das ist jetzt gerade eine gute Sache. Wenn das so klappt, dass wir die Location bekommen, wovon ich momentan noch ausgehe, dann ist das schick. Ich fand das jetzt mal ganz witzig. Ich habe mal jetzt so festgestellt, früher mit meinen, immer vor einem Jahr das Restaurant, was wir hatten, da haben wir, glaube ich, pro Flasche so 4 Pesos verdient. So eine kleine 250 Milliliter Flasche in der Glasflasche, irgendein Softdrink, Cola, Fanta, Sprite oder was. Das waren 4 Pesos, also 8 Euro Cent pro Getränk verdient. Das ist hier bei den Plastikflaschen auch so ähnlich. Also 3 Pesos verdient man da pro Getränk. Jetzt muss man sich aber schon einfach mal vorstellen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Also 100 Flaschen kannst du locker am Tag verkaufen. So, wenn du so ein Geschäft hast, das ist eigentlich, müsste eigentlich das Minimum sein. So. Vielleicht gibt es auch mal schlechte Tage, sind es nur irgendwie 60 oder 70 oder 80. Aber man kann, ich sag mal, zwischen 80 und 150 Flaschen oder 130 Flaschen kannst du durchschnittlich immer verkaufen. Und das ist schon mal das Gehalt einfach für so einen Angestellten. Ne? Ein so ein Helfer kostet, also ein Kumpel von uns hat ein Restaurant. Und seine Küchenhelfer, die kriegen 200 Pesos pro Tag. Die arbeiten da 10 Stunden. Natürlich ist Essen und Getränke frei und so. Und wenn die mal einen rauchen wollen, der legt auch eine Schachtel Kippen hin und so. Also, das kommt da schon dazu. Und er zahlt ja auch so eine Art, wir zahlen auch so eine Art Versicherung oder was. Für die Angestellten, das sind nochmal irgendwie 100 Pesos im Monat. Da zahlen wir so eine Versicherungsdings ein irgendwie und so weiter und so fort. Ja, jetzt beschäftige ich mich gerade aktuell so damit. Jetzt habe ich so eine Membership-Karte gemacht. Hier, da gibt es so eine Membership-Karte, Vorderseite und Rückseite. Wobei Rückseite muss ich noch mal angleichen. Irgendwie, da wollte ich eigentlich die Karte, die Landkarte von Google Maps, habe ich da so einen Ausschnitt genommen. Das kann man eigentlich gar nicht erkennen. Ich glaube, das muss ich wieder rausnehmen. Ja, und dann wird das einlaminiert und so. Dann kriegt jeder Kunde, der eine Membership-Karte haben will, wird kurz ein Foto gemacht. Dann schieße ich das kurz auf den Computer rüber und dann, ja, wenn der dann zum 10. Mal eingekauft hat, dann kriegt er da irgendwie einen Pfannkuchen umsonst. Sowas irgendwie, so eine Aktion hilft dann immer. Da machen wir das einfach so, dass, jetzt hat mich einer gefragt, warum machst du nicht Stempel? Das wird alles gefälscht da. Da gucke ich nur auf die Nummer von derjenigen, dann, demjenigen dann. Hier ist dann die Member-Nummer und dann habe ich da beim Laden ein so ein Büchlein. Da schlage ich dann kurz drauf bis Nummer 351 oder 7200, weil weiß ich. Und dann mache ich da noch so ein Strichchen hin und wenn dann wieder 10 Striche voll sind, und zack, gibt es gleich einen Pfannkuchen. So irgendwie. Ja, da bin ich gerade am Beschäftigen mit irgendwelchen Stocklisten schreiben und so weiter. Das ist alles auch ganz geregelt, dass ich da ganz genau weiß, immer wie viel Ware habe ich, wie viel ist heute rausgegangen und so weiter und so fort. Das wollte ich nur kurz erzählen. Das ist das Update gerade. Wir machen bald höchstwahrscheinlich ein Restaurant auf. Also meine Frau hat heute eben gesagt, ihr seid ja ein komisches Gefühl, dass wir die Location doch nicht kriegen, dass die Frau sich das anders überlegt. Ich sage, nein, der JR muss jetzt nur noch da ausziehen und so, wird schon passen. Schauen wir mal, es wird spannend. Wäre jetzt super.
Und vergiss nicht, mir einen Kommentar da zu lassen. Du musst immer liken und einen Kommentar da lassen. In diesem Sinne reingehauen und wieder nicht vorbeigeschaut.